Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Ja. Die Weiten von Himmelsrand zu durchqueren. Und direkt nie zu Anfang. Ist das nicht was? Bei 3 Grad Celsius draußen. Und ich habe mein Fenster offen. Ja, ich bin ja Jolty. Ist ja klar. Schönes Lied. Jetzt sollten sie uns auch gleich was vorsingen. Hätte ich jetzt gerade Lust drauf. Da freue ich mich. Ja, ob es wohl die Leute gibt, die alle diese Lieder auch so auf Gitarre nachspielen können. Oder Gitarre oder Laute. Harfe, Violine mit Pizzicato. Alles, was man zupfen kann. Ich kann... Ja, will ich. Erinnert ihr euch jetzt an mich, Jolly? Nein, immer noch nicht. Gib mir noch einen weiteren Denkanstoß. So, ich bin auch so der Einzige, der das hier sieht. Müsste nicht jemand klatschen? Klatscht doch mal jemand sonst. Okay. How can I help you? I'd like to make a request. As you wish. What would you like me to play? Die Flöte ohne Ton. With spells on. Ich kann nur health spells. It will be my pleasure, Sarah. Que sera, sera. Ortho the Breton was very poor and worked his days at the general store. But every night he'd creep out back and put on his floppy jester hat. Bells on with bells on, he jigged and juggled with bells on. He forgot his troubles and forgot his woes, so long as his shoes had curly toes. Bells on with bells on, he jigged and juggled with bells on. A floppy hat brings a world of pleasure, when one man's junk is another's treasure. Ich habe an eurer Seite gekämpft. Fand ich gut. Reach, den Wilden wieder abzunehmen. Fand ich gut, das Lied. Ja, hier. Erinnert ihr euch jetzt an mich, Jolty? Nein, aber ich hab Joltys Schmerz stattdessen. Es war mir eine Ehre, euch zu dienen, Mona. Erinnert ihr euch noch an unseren Unterricht bei den Schwertmeistern von Al-Kaire? Natürlich. Lasst mich euch ein paar Dinge zeigen, die ihr vielleicht vergessen habt, bevor wir Heroldan verlassen. Ja, einhändig verbessert. Nichts. Blocken verbessern. Keine Betrunkenen. Ja. Nein. Ja. Selbst neu bezogen. Die sind sauber. Ich mag das Kind ihr irgendwie schon. Wie freue ich mich, diesen Mann zu sehen. Ja. Tiber sitzt im Zimmer. Was habt ihr zu verkaufen? Getränke für die Durstigen. Die hat doch bestimmt ein bisschen Geld. Ich. Ein Amethyst, ein Dietrich. Waffen. Nichts, eine Pfeile, ja klar, aber. Ja, vielleicht sollte ich. Da ist das alles. Mist. Ich hab. Bis dann. Oh! Ich war in diesem. Krieg in diesem Kampf, wie auch immer, und boah, ich habe einfach mal nichts davon angehabt. Na, das, ja, es ist, okay, das wusste ich nicht. Plötzlich ist der Geist verschwunden. Was ist mit ihm geschehen? Ja, einen Blick darauf. Vielleicht habe ich ihn weggeschickt, gebracht, wie auch immer. Schottenschuhe.
Also gut. Und ich wundere mich, warum die mich entdecken, obwohl ich da mit Unsichtbarkeit lang. Obwohl, eigentlich wundere ich mich da nicht, aber. Aber dann hätte ich ja erst recht sterben müssen durch den Schuss von diesem einen starken Typen. Trotz dass das nur so ein Jagdbogen war. Merkwürdig. Ich habe immer noch auf legendär gestellt. Es ist alles ein klein wenig suspekt. Erkunde die Halle der Toten. Ja, warum nicht? Ich kann doch gleich in Aufwand. Ich könnte ja. Nein, nein. Also ich schon. Ich gehe nach Markart, aber Festung Unterstein war jetzt suboptimal in Markart, aber wahrscheinlich ist es eh egal. Ich kann nicht mir jetzt in Markart noch so ein paar Sachen verkaufen. Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? 5000? Ja. Kluger Mann. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Ist ja... Ich weiß nicht, warum ich jetzt... das Kopfgeld hatte. Ja. Ist, ja. Was soll ich dazu sagen? Das ist, alles ein bisschen merkwürdig. Habe ich denn, sagen wir es so, habe ich denn jetzt noch irgendwo Kopfgelder? Ich gehe davon aus, ich habe in Riften ein Kopfgeld, aber das ist ganz legitim. Das hat mir jetzt natürlich einen deftigen Einschnitt gegeben, das für 5000 Gold, das Kopfgeld. Aber sagen wir es mal so, im Endeffekt leisten konnte es mir trotzdem. Regend. Allein durch die Tatsache, wenn ich jetzt bedenke, wenn ich das Geld wirklich bräuchte, müsste ich einfach nur nächste Folge wieder mit Alchemienrisschen rumspielen, dann hätte ich das jetzt schon wieder. Also, ja. Also gut. So ist es nicht, dass ich jetzt wirklich am Hungertuch nagen könnte. Sage ich mal so. Also wenn ich wollte, könnte ich nicht am Hungertuch nagen. Trotz schwierigster, kompliziertester Mods wäre es, glaube ich, nicht möglich. Versucht nicht. Über wen? Meint er diese Frau, die noch na, das wollte ich nicht. Angegriffen wurde? Das Geheim? So. Seht es euch an? Ja, 56 Gold ist nichts. Margot, ist das nicht die? Ne, es ist eine Reisende. Und was? Ja, fick dich. Meine Güte. Such dir ein Geschenk. Ich habe wunderbaren Schmuck. Hast du auch Diamanten an dem Amethyst? Naja, aber es hat gar nichts. Schriftrollen, Essen, Zutaten, Dornherz. Kleidung. Ach ja, die Handschuhe. Die Kommt Handschuhe vorbei, bringen mir nichts. Ich sehne mich nach einem Kampf. Kein Problem. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Ich habe jetzt schon alles verkauft wieder. Gehen wir. Dann suche ich mal diesen einen Laden hier. Blut und Silber. Das hier? Blut Treasure hier. Treasury House war es gar nicht. Ich glaube, ich weiß, wo der Laden ist. Ich glaube, diese Anleitung und Söhne, genau so heißt er. Hier kriege ich ja quasi nichts. Quasi. Im Endeffekt kriege ich hier auch schon was. Kam es einfach von der Decke runter. Bröckelt. Ne, bröckeln ist ein tolles Wort.
Nur halt die Brocken natürlich. Was? Ja. Ach, ich dachte, die unterhalten sich jetzt. Esse! Einen guten Tag wünsche ich. Wer bist du denn? Ihr mit einem Schwert ich sehe nur Hand. Nach den Liefern. Nein, ich bin. Werft einen Blick darauf. So, Ayela, du kriegst ein paar Dinge. Was braucht ihr? Pfeile. So, Stahlpfeile. Bekleidung habe ich hier jetzt eigentlich jeder irgendwas. Das ja, warte mal. Schmuckstücke, Kremskrams, solche Sachen. Ja, den der einzigartigen Magiker. Was habe ich jetzt auf dem Kopf? Ein Helm. Scheiße, Mann. Äh, 70 ist so viel, ne? Und ich habe irgendwie ich hab das Gefühl, dass ich lieber mehr Magik habe. Okay, ein Diadem ist natürlich jetzt Sagt einfach Bescheid, falls ihr noch etwas benötigt. Ja. Warte, könnte ich eigentlich auch ein. Das mache ich jetzt nur testweise, weil das Geld will ich nicht verschwenden. Ich liebe. Werft einen Blick darauf. Die hat ja jetzt meinen Helm, ne? Die hat nicht meinen Helm. Doch. Den könnte ich wahrscheinlich nicht darüber tragen, oder? Ja. Auf Wiedersehen. Gut. 70 Magika mehr. Was habe ich denn dann? Das war die falsche Taste. 544. Das ist. Das. You still need to remove that blood stain from the incident. My deepest apologies for the delay, Master. Just a reminder, sweetie. Ja. Habe ich schon mal mit dieser Dame geredet? A patron. Speak to a medmain or the master. I am but a humble servant. What do you do, then? The store is not a charity. Pick up a broom, elf. Oh, I don't need to buy anything. I just wanted to talk. What is this you do here? Oh, I don't need to buy anything. I just wanted to talk. The answer is the same. It is not my place. I am Master Lisbeth's personal assistant. My place is by her side. So she has said. Mm-hmm. I thought she always had one or two of those. A medname is the Master's apprentice. His duties are to learn the trade and manage the store in the Master's absence. Yeah. Cosnack, whose current whereabouts are unknown, serves as the porter. He handles the shipment and retrieval of merchandise. Ja. He is the master in the preparation of dinner. Ja. Also, Koch. Genau. Sounds like a personal chef. That seems like fairly limited duties for a personal assistant. That sounds exhausting. Lisbeth looks like the type who approves of slavery. I would like to attend one of those dinners. Nein, it sounds like you're her personal chef. No, I do not cook the meals. I simply prepare them. Wo ist der Unterschied? The master has oh ja. It requires careful planning to sate it. The master is also familiar with inviting guests, but only those with good taste. Yet it has been some time since the last banquet. I currently serve her alone. Mhm. If you're not an apprentice, why do you refer to Lisbeth as your master? It is not her desire that I do so. I insist on calling her my master. I am fond of the word. I would prefer the term mistress, but I fear it would make the master uncomfortable. Heißt Mistress nicht sowas wie Untergebener? The two of you are lovers? Sounds like a perfectly healthy relationship to have with one's employer. The master trusts that I will not overstep my boundaries.
I provided her with the information. She is now aware of her options. I will obey the Master's wishes regardless of the outcome. Okay, also sie präpariert ihr Essen quasi und Gefälligkeiten oder wie? Nein, ich bin nicht Arnleif. Ja, ich weiß, Lisbeth, der Laden heißt um Arnleif und Söhne. Ich sehe nur nach den Ihr könnt jederzeit wiederkommen, ja, wenn ihr etwas benötigt. Wo ist dieser Kosnark, von dem wir geredet haben? Nicht da. Ich weiß noch, wie ein Taschendieb mein Mann versuchte, mich auf der Straße. Ihr könnt euch im Laden gerne umsehen. Als ich düster Klinge zog, hat der Arme sich in die Rüstung gemacht. Ha. Haben wir gerade eigentlich wirklich dann gegen hier Dings da gekämpft? Wie heißt das nochmal? Jetzt komme ich nicht drauf. Jetzt komme ich echt nicht drauf. Scheiße, Mann, was habe ich überhaupt gesagt? Scheiße, Mann, warum habe ich so nur kurzes Gedächtnis? Verdammt, das ist beunruhigend. Sehr bunt. Könnt ihr nicht vielleicht mein Schwert verzaubern? Mit der stumpfen alten Klinge kann man nicht mal mehr Butter schneiden. Ja, sehr lustig. Du kannst eigentlich immer Butter schneiden. Du kannst auch mit der Hand Butter schneiden, aber nö. Ich dachte das immer so. Es gibt halt null Sinn. Genau, jetzt meine eigentliche Sache, warum ich hier in Market bin. Klar. Bei mir ja. Bei dir auch? Na, das freut mich. Und zwar. Du musst die Augen offen halten. Verdammt, du jeden Augenblick zuschlagen. Ja, dann geh doch mal nach Rifton. Ich konnte die Halle der Tulpen. Dürfte ich hier jetzt hin? Okay, scheinbar schon. Ich mach das aber nicht. Viele würden nach Stahl und Blut riechen, blindwegs in eine Krypta hineinlaufen. Aber habt keine Angst. Lautsprecherdurchsage oder was ist los? Ich spüre den Hunger in euch, wie er an euch nagt. Ihr seht die Toten und euch läuft das Wasser im Munde zusammen. Euch knurrt der Magen. Matt? Okay, dann mach ich. Schon gut. Ich werde euch wegen dem, was ihr seid, nicht meiden. Bleibt! Ich werde euch alles sagen, was ihr vergessen habt. Das ist doch dieselbe Stimme wie Ayela. Oder Mjoll? Ne, Mjoll nicht. Aber wie Ayela, glaube ich. Darf ich jetzt ganz kurz einen Cut machen? Dann mache ich den ganz schnell.